Wer auf einem Mini-Transat segelt, der sprudelt vor Emotionen, denn dieses Boot verlangt einem ja, so ziemlich alles ab, was man an seglerischen Fähigkeiten benötigt. Der Atlantik ist ein Revier, wo sich viele Segler gar nicht erst drauf trauen. Man kann sich nur auf sich selbst verlassen und ja, muss sich die Kräfte selber einteilen. Die Überquerung dauert ungefähr 3 Wochen. Und du musst im Prinzip Segelmacher sein, du musst Bootsbauer sein, du musst Techniker sein. Du musst mit Einsamkeit klarkommen können. Du hast niemanden, mit dem du dich unterhalten kannst. Nur dich und dein Boot. Ich bin schon seit meiner Kindheit auf dem Wasser unterwegs. Das ist wirklich noch eins der großen oder letzten Segelabenteuer. Der Lebenstraum ist wirklich Einhand mit diesem Boot den Atlantik zu bezwingen. Dabei sein. Das ist mein Wunsch.